Gibt es Möglichkeiten, der Angst, von der Konkurrenz abgehängt zu werden, zu entkommen? Der Begriff des Intersein von Thich Nhat Hanh kann unsere Weltansicht bereichern und zur Auseinandersetzung mit dieser Frage beitragen. Wenn du ein Dichter bist, wirst du deutlich sehen, dass auf diesem Blatt eine Wolke schwebt. Ohne eine Wolke wird es keinen Regen geben. Ohne Regen können die Bäume nicht wachsen. Und ohne Bäume können wir kein Papier herstellen. Wenn wir dieses Blatt Papier noch tiefer betrachten, können wir die Sonne darin sehen. Wenn die Sonne nicht da ist, kann der Wald nicht wachsen. Tatsächlich kann gar nichts wachsen. Deshalb denke ich, dass das Wort Interbi im Wörterbuch stehen sollte. Sein bedeutet Intersein. Du kannst nicht einfach allein sein. Du musst dich mit jeder anderen Sache einlassen. Dieses Blatt Papier existiert, weil alles andere existiert. Im kapitalistischen System stehen Individuen im stetigen Konkurrenzkampf. Das Streben nach Anerkennung und Selbstverwirklichung ist ein zutiefst egoistisches Projekt. Viele Menschen leiden darunter, weil sie sich selbst niemals genug sind. Kann es befreiend sein, sich stattdessen als Teil eines Ganzen zu begreifen? Nicht mehr als isoliertes Subjekt zu handeln, sondern als integrativer Bestandteil von Umwelt und Gesellschaft?